Construction complete. Ship augmentations completed. Oh ne, hier gehst du nicht runter zum Erforschen. Du gehst schön wieder hier hoch. United Democratic Tofu Stars Republic. Ja, alles klar. UTTSR. Wer beleidigt uns denn? Vag-Urus. Die haben immer noch nicht genug, die Vag-Urus. Wie sieht es denn bei euch überhaupt aus? Haben wir hier immer... Oh, bis 2315 in 3 Jahren... Hostile Fleet Assets detected. In 3 Jahren bist du fertig. Vielleicht können wir sogar das gesamte System claimen. Wenn wir ein bisschen sparsam mit unserem Einfluss sind. Construction complete. Tatsächlich, der marschiert jetzt hier komplett durch. Die 862 marschieren hier einfach mal durch. Dann werden wir uns jetzt um die hier oben kümmern. Wir bringen unser Forschungsschiff schon mal hoch. Dann kann das nämlich gleich hier rüber tuckern und die Überreste, die madigen, beseitigen. Ja, jetzt kommt wieder die Raiding Fleet, 12.306. Boah. Tollfuß Union hört sich besser an. Wir sind die Borg, sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Ja, wir sind ja nicht die Borg, ne? Wir sind ja die Nex. Pause sollte ich wieder mal rausnehmen, sonst rührt sich hier gar nichts. Ah, wie mich der nervt hier. Jetzt fliegt er hier rüber. Oh, er kommt uns entgegen. Das ist ja wunderschön. So, und dann werden wir hier hochkommen und werden die 14.000, 15.000 in den Boden stampfen. Construction complete. So, wie lange brauchst du hier noch für diese Plattform? Du hast ja noch nicht mal angefangen zu bauen. Und wir bauen. Oh, dieser Hut. Ja, wir müssen wieder Kohle hergeben. Das ist ja... Jetzt baut er hier auch. Jetzt baut er hier zu. Oh, vielleicht... Oh, ist er schon am Bauen? Oh, wir sind schon am Bauen. Und er ist aber... Nee, wir sind noch nicht am Bauen. Construction complete. Jetzt bin ich mal gespannt. Er fliegt vorbei. Okay, er baut nicht mehr. Gut, also hier haben wir das Rennen gewonnen, Gott sei Dank. Wahrscheinlich wird er hier nochmal bauen. Und hier ist Bad Resilient Plumage. Wer ist das denn? Der hat jetzt so einen blöden Namen. Achso, Bavir. Bavir Alignment, die hier. Okay. Gut, naja, dann bekommen wir wenigstens den Spot hier oben noch. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo Liturgas haben. Physiklabor, Protonenwerfer, Energy Hub. Ich gehe mal auf den Energy Hub. Oh, wir haben sowieso nur noch 7, weil wir wieder unterwegs sind mit unserer Flotte. Sehe ich jetzt hier irgendwo Liturgas? Oh, haben wir offenbar. Ha, irgendwo ist Liturgas. Ich kann das nicht anklicken. Wenn jemand Liturgas sieht, dann bitte ganz schnell schreien. Oder muss ich da... Muss ich da hier unten die Anzeige ändern? Ah, hier ist es. Liturgas. Wunderbar. Wunderschön.
Das heißt, wir haben jetzt nochmal 20% bessere Schilde. Wenn ich das richtig überrissen habe. So, er kämpft hier immer noch rum. In einer blöden Station hier. Macht alles kaputt. Wir können das nicht reparieren, weil es zu teuer ist. Hä? Ah, Moment. Ist das überhaupt noch in unserem Einflussbereich? Eigentlich ja. Den können wir endlich entfernen. Nein, können wir auch noch nicht. Warum auch immer. Schauen wir uns gleich an. Planetary Alert. Building offline. Ach, wir werden gerade bombardiert. Deswegen. So, Block of Chuha ist in die Fraktion integriert worden. Wie blöd. Construction complete. So, dann haben wir den jetzt erstmal weg. Die Legion bringen wir jetzt hier hoch in Position. Construction complete. Wieso ist der eigentlich immer noch da? Wir haben doch schon Tribut gezahlt jetzt. Und wer ist jetzt verreckt? Vom Forschungsschiff, unser Forscher. Gut, wer claimt wieder was? Zack, Suite. Belizier, nachdem wir es jetzt gebaut haben. Wunderbar. Das läuft momentan wie am Schnürchen. Gut, bis jetzt irgendwann dann die Fraktion kommt. Dann Building offline. Ah, der macht hier alles kaputt. Dritte Gebäude schon kaputt. Ethikänderung ist mir egal. Dann bauen wir hier noch weiter. Hier bauen wir die Sachen noch aus. So, und dann zack, so eat, müssen wir mal wieder schauen, wann wir das nächste Mal Krieg führen können. 2320. Was? Das ist jetzt... Ich dachte, das wäre schon viel länger her. In 7 Jahren erst. Dann müssen wir hier mit WAG nochmal kämpfen. Was ist denn das für ein Symbol? Untertan integriert. Ach ja, stimmt. Block of Chuha. Wer war denn das? Die, ach, das waren die hier. Volgun wird mal wieder geclaimed. Oh, und hier sieht man auch, welcher Planet bombardiert wird momentan. Planetary Alert. Building offline. Der bombt mir den gesamten Planeten zusammen. Construction complete. Construction complete. Wart nur ab, mein Lieber, wart nur ab. Wir sind noch nicht fertig. So, jetzt haben wir 17.000. 17.000. Nee, ich würde sagen, nein, noch nicht. Planetary Alert, building offline. Der bombt alles zusammen. Der hört auch irgendwie nicht auf. Wer erkundet denn hier? Zaxoid ist hier oben. Construction complete. Ach, wir haben immer noch offene Grenzen mit denen. Wir haben immer noch offene Grenzen wegen... Planetary Alert. Building offline. Wegen des Krieges. Der hat 18,5 Stärke. Ja. Nee, 16 hat er. Oder wen meinst du denn? Zocknaff? So,
Wie lange dauert es eigentlich, bis wir die blöde Wurm... Hä? Moment. Planetary Alert. Building offline. Moment, wir haben doch hier... die Wurmloch-Technologie erforscht. Irgendwann mal. Habe ich die nicht... Was war denn das? Ich bin mir fast sicher. Ich dachte, ich hätte die Wurmloch-Technologie erforscht. Aber offenbar nicht. Hallo, Mr. J. Nee, offenbar nicht. Was habe ich denn da stattdessen erforscht? Habe ich doch noch gesagt. Da freue ich mich, weil wir dann hier oben das Wurmloch ausprobieren können. Nun gut. Das war wohl ein Versehen. So, wir fassen euch mal zusammen. Ach ja, ach ja. Konstruktionsschiffe sind soweit fertig. Na dann, baut mal weiter. Genau auf Null jetzt. Und uns fehlen immer noch Energy Credits, was die da los ist. Haben wir jetzt so viel gebaut, dass wir keine Energy Credits mehr haben. Building offline. Jetzt hör auf, Mensch. Ständig ballert er mir alles kaputt. Ein Gebäude steht noch. Und selbst das ballert er kaputt. Was denn da? Da ist so ein Bug. Ja, das Imperium ist ein bisschen gewachsen jetzt hier. Durch die letzten Kriege, die wir geführt haben. Nächsten Gegner sind Vak Urus, auch die Piraten hier oben. Da müssen wir aber noch ein paar Knödel essen. Und eventuell an hier Zaxoid Syndicate. Gut. Hört er jetzt auf oder? Nö. Bombardiert einfach weiter. Das ist doch was nicht richtig. Da ist doch was nicht richtig. Tradition, was brauchen wir denn hier? Oh, das gibt Kohle jetzt. Unterhalt für Gebäude und Sternbasen reduzieren oder für Schiffe. Ich wäre fast für Schiffe. Wir haben doch ziemlich viel. Aber wir haben auch viel Gebäude. Ist wahrscheinlich egal. Wir haben jetzt plus 3. Oh, plus 24. Yes. Das letzte hörte sich nach einer Organisation der Mafia an. Was meinst du denn? Die Bezeichnung Zauxid Syndicate. Ich vergesse immer die Pause rauszunehmen. Und jetzt nehme ich die Pause wieder rein, weil wir Forschung abgeschlossen haben. Bergbaunetzwerk. Sehr schön. Ingenieurslabor, wir müssten hier auch mal wieder in die Forschung gehen. Ich habe das sehr vernachlässigt. Die Sachen brauchen wir alle nicht. Wir gehen ins Ingenieurslabor. Wo kommt denn jetzt hier einer her? Der fliegt natürlich genau hier drüber. Oh, jetzt kann ich gleich mal hier das ausprobieren. So. Fliegt trotzdem durch. Hä? Unsere Flotten werden vermeiden, durch Dossel zu reisen. Das ist ja eigentlich so geplant, ne? Und trotzdem fliegt er jetzt hier durch. Das bringt's ja voll. Fliegt er nochmal zurück? Technological acquisition successful.
nochmal was erforscht. Einflusskosten für Ansprüche gesenkt. Anführerlimit. Oh, das ist gut. Oder Kriegsfabrik, neues Gebäude. Achso, das haben wir schon mal angeschaut. Nee. Wir machen mal Anführerlimit, damit wir doch nochmal ein paar dazu bekommen. Planetary Alert. Building offline. Ach, die habe ich nicht ausgewählt, weil da noch eine Forschung am Laufen war. Ach so, ah, das war das, als die erfüllt war quasi, wir eine Anzeige bekamen, aber die Forschung noch am Laufen war dann. Ah, okay. Mist. Ich habe das Gefühl, hier wächst gar nichts an Einheiten irgendwie. Ich produziere und produziere und produziere und irgendwie steigert sich die Militärmacht überhaupt nicht. Construction complete. Es dauert halt so ewig, bis wir Kohle haben. Ja, und er bombardiert hier immer weiter die armen Leute hier von Kar Solesh. Seit Jahren schon unter Bombardierung. Wieso? Was ist dein Problem? Ich meine, die 12 könnte man jetzt wegputzen, aber dann müsste ich wieder komplett runter. Das machen wir dann auf dem Rückweg. So, Forschungsschiff ist hier oben in Stellung. Das können wir schon mal ein bisschen nach vorne fahren. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Durchlaufzeit hier. Jetzt tut sich gar nichts momentan, bis wir unsere Legionen aufbauen. Wir sind hier bei 60 von 60. Ich meine Minen, ich kann einiges verbessern, aber momentan brauche ich die Kohle für die Einheiten hier. Wieso habe ich denn hier wieder so viel neue Vorlagen? Construction complete. So, 18, 19 haben wir jetzt schon. 19.000. Es werden nochmal zwei Zerstörer gebaut. Dann sind wir eigentlich durch. Dann sind wir ja schon am Limit. Ein Zerstörer hat zwei Punkte. Construction complete. Zwei Schiffspunkte. Ich hoffe wirklich, dass das hier alles mal überarbeitet wird, weil immer meine ich wieder, ich verstehe es und jetzt weiß ich, wie es funktioniert und dann schaue ich 5 Minuten später wieder rein und dann sind die Zahlen wieder ganz anders. Wie lange ich heute noch streame? Wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde noch. So, jetzt schauen wir mal. Der wird jetzt hier gebaut. Es hat sich hier aber nichts geändert, als der andere Zerstörer fertig war. Ja, und die überfallen uns und überfallen uns und überfallen uns. Ah. Der hört auch nicht auf. Ah, jetzt hört er auf. Alles klar, du bist das nächste Ziel. So ein Arschgesicht. Construction complete. Also hier hat sich jetzt auch nichts geändert. Wir sind bei 100. Oh, jetzt sind wir schon bei 126. Ich habe hier irgendwie zu viel eingestellt, ne? So.
ganz komisch. Wahrscheinlich, weil ich vorhin irgendwie die einzelnen Schiffe zusammengemixt habe. Und da ist er dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig zurechtgekommen. Na gut, wir sind jetzt auf alle Fälle über dem Limit. Wir haben 19.000. Ich würde sagen, dass das reicht. Wir probieren es mit den 19.000. Wir warten noch, bis die anderen hier sind und dann geht's los. Und wann der nächste Stream geplant ist, Mr. J, das kann ich dir so noch nicht sagen. Wahrscheinlich ja, irgendwann nächste Woche, unter der Woche. Eventuell Dienstag, Mittwoch oder so. Weiß ich noch nicht. Ich muss das immer spontan machen. So, uns geht noch ein Anführer ab. Sehe ich das richtig? Dann auf! Moment, Anführer. Aber für diese kleine Futzelding hier, da hole ich mir jetzt keinen Anführer. Was? So, ich habe es immer noch auf beschränkt gesetzt und kann nicht rein. Können wir denn irgendwie, wenn wir hier reinkommen, ne, da wir gleich hier rüberfliegen, vielleicht können wir uns nur mal die 9000 schnappen. Aber ich denke mal, da kommen alle beide. Das ist ja ein dicker. Pause. Das ist ja hier ein. Ist das ein Titan jetzt hier? Privateer, Military Power. Galeon-Klasse. Ist das hier ein neuer Titan? Ich weiß nicht. Sieht auf alle Fälle ziemlich groß aus. Jetzt haben wir schon. Moment. Wieso habe ich denn hier auch keinen Anführer? Da ist ja der Bug, ist ja immer noch da, Mensch. Ich dachte, der ist schon behoben worden, dass einfach die Admirale weg sind. So ein Quatsch. Okay, die kommen alle beide. So, er schießt. Ach komm. Jetzt haben wir so lange jetzt aufgebaut. Und jetzt gewinnen wir nicht. Jetzt hör mal auf. Doch, das müssen wir gewinnen. Ich mach mal auf normale Geschwindigkeit. Doch, das geht. Loser! Jetzt müssen wir nur noch den dicken Brocken hier wegschießen. Da dreht er sich im Kreis. Weiß nicht, wo er zuerst hinschießen soll. Da explodiert er! Kapum! So, neue Eigenschaft. Explodier! Hallo? Explodier? Oh, jetzt. Bleibt nichts mehr übrig. Forschungsschiff schickt man hier rein. Zum Spezialprojekt erkunden und System erkunden. Unsere Legion fliegt zurück. Und zwar... Ah, er hätte 17.000, 18.000 hätte er hier. Das, aber er hat hier auch nochmal... Wie soll man denn die kaputt bekommen? Das ist doch... Nee, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir nochmal in den Flottenmanager. Erneut. Dass wir das richtig einstellen. Ich gehe hier mal zurück mit den Korvetten auf, sagen wir mal, so 30. Dann haben wir 7 Zerstörer und 4 Kreuzer. Dann hier. Können wir es ja hier genauso machen. Machen wir wieder 30, 7, 4. Und
hier brauchen wir nicht mehr. Ah, die brauchen wir schon wegen dem Flottenlimit. Oh, wir sind bei 107 jetzt. Ah, weil wir welche verloren haben. Das heißt, wir warten mal, bis wir wieder aufgefüllt sind. Reparieren und Forschungsschiff abwarten, meint Zognaf. Für was denn? Meinst du für den Angriff hier rüber? Ich kann mir nicht vorstellen, wir schaffen das nicht. Die könnte man schaffen, hier oben. Aber sobald ich die angreife, werden bestimmt die von hier unten kommen. Nochmal 20, 23, 68, fast 30.000. Na gut. So, wir können auf alle Fälle hier wieder alles aufbauen. Die Rache wird auf alle Fälle bitter sein. Und dann schauen wir auf unsere Planeten nochmal, was wir upgraden können. Jawohl, da geht einiges bei den Mineralien. Okay. Ich hätte gern einen Alles-Upgraden-Button. Gut, was machen wir als nächstes? Ich würde fast sagen, Vak Oros ist mal wieder zu weit. Hat keinen Verbündeten mehr. Der ist ihm abhanden gekommen. Das heißt, den können wir dann vielleicht... Naja, mit einem Schlag wird es nicht klappen. Wir können nicht so viel claimen. Das wird nicht funktionieren. Oh, soziale Forschung. Da können wir die Klontags machen. Gut. Wundert mich, dass wir mit Myran Foundation noch nichts gemacht haben. Aber die sind ja pazifistisch. Die rühren sich nicht. Ship Fragments dissected. Energy Hub können wir auch nochmal upgraden. Wunderschön, wunderschön. Wurmlochreise. Jetzt können wir es. Planetarer Schildgenerator. Schaden von Orbitalbombardierung minus 75%. Oh. Nee, wir machen Wurmloch. Ich will das endlich ausprobieren. Ich will endlich mal neue Technik sehen vom Patch.